Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. In 3 Wochen ist es schon soweit, dann ist Season 7 zu Ende und deswegen habe ich mir das zum Grund genommen, einfach mal alle Informationen, ein paar neuere Kleinigkeiten zusammenzufassen, was wir bis jetzt alles wissen. Und vor allen Dingen habe ich neue geleakte Fähigkeiten zur eventuell neuen Legende Fuse, die für mich teilweise zumindest ein Stück weit ein bisschen verwirrend klingen. Wer die letzten News-Updates von mir verpasst hat, dort gehe ich bis ins kleinste Detail über alles, was ich jetzt nochmal grob anreiße, nochmal drauf ein. Schaut die letzten Videos, wenn ihr die verpasst habt, würde ich euch auf jeden Fall raten. Es gibt 1-2 kleine Informationen, die habe ich jetzt. Die gab es in den letzten Videos nicht. Wir fangen direkt mal an. Wie gesagt, in 3 Wochen ist es schon soweit. Der Battle Pass endet am 1. Februar, das ist kurioserweise ein Montag. Deswegen gehen verschiedene Newsseiten davon aus, dass vielleicht am Montag auch schon Season 8 beginnt, auch wenn ich glaube, dass es trotzdem der 2. Februar wird, wieder ein Dienstag. Das ist zumindest meine felsenfeste Überzeugung. Kings Canyon bekommt ein fettes Map-Update. In einem anderen Video kläre ich darüber auf, wie die neuen Spots alle so heißen. Das Mirage Voyage Schiff feiert ein Comeback. Noch ist nicht ganz klar, ob das tatsächlich Season 8 oder vielleicht Season 9 betrifft. Ich gehe aber eher von Season 8 aus. Und das Mirage Voyage Schiff landet auf dem Kings Canyon über dem beliebtesten Spot, den es leider nicht mehr gibt. Und zwar über den Überresten von Skulltown. Wie gesagt, wann genau das passiert, habe ich aktuell keine Ahnung. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ein Damage Tracker wird ins Spiel implementiert. Das heißt im Klartext, wenn du im Game bist, kannst du genau sehen, wenn du es anstellst, wie viel Schaden du schon ausgeteilt hast. Ich finde an sich die Funktion geil, bin aber kein Freund davon, denn ich gehe davon aus, und hier bitte eure Meinung in das Video, in die Kommentare, was haltet ihr davon, denn ich denke, das könnte gewisse Leute dazu animieren, mehr zu campen, weil sie vielleicht kurz davor sind, eine nächsthöhere Batch zu erreichen und vielleicht darauf zu schwitzen, zu campen und vielleicht sich weniger über das Spielfeld zu bewegen. Das ist zumindest meine Befürchtung. Deswegen bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Nebenbei nochmal kurz den Shoutout in eigener Sache. Es lief in den letzten Tagen wirklich geil. Immer noch 41,4% der aktuellen regelmäßigen Nutzer sind ohne Abo. Bitte tut mir den Gefallen. Ihr würdet den Kanal damit bestmöglichst unterstützen, wenn ihr ein Abo raushaut. Das in eigener Sache. Jetzt kommen wir kurz zum aktuellen Fight Night Event. Dort möchte ich etwas anreißen, denn die Gerüchte werden jetzt tatsächlich immer größer und auch dieses habe ich selber so ein bisschen angerissen vor einigen Tagen. Es scheint jetzt tatsächlich so zu sein, dass das Fight Night Event, natürlich bleibt der Spot, aber die Care Package Drops, es könnte sein, dass es tatsächlich in Season 8 fest ins Spiel implementiert wird. Und hier diese beiden Sachen, Damage Tracker plus die Implementierung dieser Care Package Drops mit diesen vorgefertigten Waffen. Hier möchte ich unbedingt eure Meinung hören. Ich werde alles lesen. Das ist sowas von versprochen. Noch ist nicht bekannt, in welchem Umfang dass ein Spiel implementiert wird. Ich bin jedenfalls felsenfester Überzeugung, sollte das 1:1 so übernommen werden, wie wir es jetzt gerade im Event haben, wird Apex enorm großen Schaden von sich tragen. Wir kennen das. Oft genug ist es so, wir starten eine Runde und wenn die Flugroute perfekt ist, dann sind die ersten vier Spots, die blauen Kreise, nicht so weit weg und grob landen immer ungefähr theoretisch 4 Squads in den einzelnen Bereichen und meistens bleibt wirklich nur ein Squad davon übrig. Das heißt, von 16 Squads, die da sich verteilt haben, bleiben 4 übrig. Das heißt, 12 sind innerhalb der ersten Minuten meistens schon weg und das ist tatsächlich so. Es ist zwar Stand jetzt, wo das Event schon ein paar Tage draußen ist, nicht mehr ganz so dramatisch, aber ganz ehrlich, wenn es genauso 1:1 übersetzt wird bzw. übernommen wird, wird das eine Katastrophe. Ich gehe nicht davon aus, dass es 1:1 übernommen wird. Ich gehe eher davon aus, dass wir sicherlich am Anfang schon so einen Drop haben, wie so eine kleine Hotzone und da vielleicht nur 1-2 so eine einzelnen Drops sind und nicht gleich 4 an einem Punkt und dass sich das über die Zonen hoffentlich verteilt. Ich hoffe wirklich bei Gott, und an den glaube ich nun wirklich nicht, dass die Apex damit nicht verschandeln, wenn es wirklich 1:1 übernommen wird. Wie gesagt, eure Kommentare. Ich bin sowas von gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es dort mehr
Informationen zu geben sollte. Die nächste Legende, theoretisch wäre eigentlich Blisk laut der richtigen Reihenfolge jetzt am Start und dann wahrscheinlich Ash, dem ist nicht so. Fuse wurde geteased, habe ich letztens drüber berichtet. Jetzt habe ich genauere Fähigkeiten gefunden. Erst heute habe ich die gefunden. Kurioserweise passt das Ganze nicht so ganz, zumindest in der Theorie, zu den Sounds, die ich euch letztens vorgespielt habe. Die Sounds liefen 4 Minuten. Verschiedene Arten von Explosionen, die irgendwie immer anders klingen. Keine Ahnung, das passt nicht 1:1 zu den Sachen, die ich gefunden habe. Er soll ja kriegsähnliche Fähigkeiten haben. Ich lese euch das jetzt einmal vor, die Übersetzungen. Und das ist nämlich der Punkt. Schon bei der passiven Fähigkeit gibt es eine Übersetzung des Wortes Ordinances. Heißt zu Deutsch Verordnungen. Und jetzt hört euch mal an, was die passive Fähigkeit sein soll. Verordnungen können in 3er Stapeln im Inventar geführt werden. Heißt für mich eigentlich, du kannst, und ich gehe davon aus, dass die mit den Verordnungen Granaten meinen, dass du wahrscheinlich Granaten im Inventar 3-fach stapeln kannst. Und warum denke ich, dass es nur Granaten sind und nicht irgendwelche anderen Sachen, weil ich wüsste nicht, was der sonst 3-fach stapeln soll. Verordnungen, wirklich. Ich habe es in allen möglichen Varianten versucht zu übersetzen. Es kommt immer das Wort Verordnung raus. Ich habe keine Ahnung, was die sonst damit meinen. Jetzt kommt aber die zweite, die taktische Fähigkeit. Remote Detonator. Das heißt, und jetzt kommt es nämlich, ermöglicht es ihm alle Verordnungen oder, und das ist jetzt das Kuriose, oder Sprengstoffe in seinem Inventar aus der Ferne zu zünden. Würde für mich ja bedeuten, du kannst eine Granate werfen, die nicht sofort explodiert und kannst dann per Fernzündemechanismus sagen, so jetzt explodierst du. Aber weiß ich nicht, jede Granate hat für mich einen Counter. Ich weiß es nicht, vielleicht könnte man einen Axt da irgendwo an die Wand schmeißen und der bleibt dann so lange haften, bis du sagst, jetzt explodierst du, wenn quasi vielleicht einer um die Ecke läuft und dann lässt du den fernzünden. Das wäre natürlich ein heftiges Ding. Aber ansonsten klingt das alles ein bisschen komisch. Und die ultimative Fähigkeit, die klingt allerdings sehr, sehr interessant. Thermitdrohne. Setzt eine explosive Drohne ein, die in der Nähe patrouilliert und alle Feinde sucht, die sich in diesem Umkreis befindet und dann explodiert und wahrscheinlich, steht Thermit explodiert. Also ein fetter Thermitregen. Das klingt mega, mega interessant. Aber wie gesagt, die ganzen Soundfiles, die ich euch letztens gezeigt habe, die BIAS 12 geleakt hat, die über 4 Minuten gehen, die passen irgendwie nicht zu dem ganzen Spaß. Weil die Explosion, die wir da gehört haben, die klangen weder nach einem Arcstar, nach einer Thermitgranate oder nach irgendwelchen anderen explosiven Sachen, die wir hier in dem Spiel so kennen. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Jetzt kommen wir zu den theoretischen Waffen. In Season 5 und Season 7 gab es keine. Ganz hoch im Kurs, theoretisch, ich nenne euch mal meine Top 4, die KSMG. Seit Season 2 gibt es dort schon Gamefiles, Audiofiles zu dieser Waffe, wenn man sie pinkt und so weiter. Dann gibt es, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, der Granatwerfer aus Titanfall. Ich hoffe nicht, dass der kommt. Die KSMG, glaube ich übrigens auch nicht, dass die kommt. Wir haben ja erst eine SMG bekommen in Season 6. Und das war die Volt SMG, deswegen glaube ich nicht, dass es wieder eine MP wird. Der Granatwerfer, ich hoffe und glaube auch nicht, dass dieser Granatwerfer jemals kommt. Auch wenn wir den in verschiedenen Deathstreams schon gesehen haben, wo irgendwelche Dummies diesen in der Hand hielten, wäre ich kein Freund von. Dann gibt es in den Gamefiles eine Waffe namens Predator. Das ist wahrscheinlich nur ein Platzhalter für den Namen der Waffe. Aktuell könnte es sein, dass es so eine Art Winchester-Waffe ist, eine doppelläufige ein doppelläufiges Sturmgewehr. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber für mich ist am höchsten im Kurs, wenn es eine neue Waffe geben sollte, wovon ich aber fest ausgehe, der Combine Bow. Auch schon öfter drüber berichtet. Ich zeige euch hier hin und wieder mal ein paar Bilder. In verschiedenen Deathstreams lag er schon auf dem Boden. Wir haben sogar schon die Munitionsart auf dem Boden gesehen. Und in den Gamefiles sind auch 2 verschiedene Pfeilarten aufgetaucht. Jetzt kommen wir zum Second Anniversary Event, quasi der 2. Geburtstag. Ich gehe davon aus, dass das sofort zum Release von Season 8 aktiv sein wird. Unter dem Motto EOS War ist nichts anderes als ein Recolor Collection Event vom Iron Crown Event aus Season
ich weiß nicht, war es Season 2, einer der beliebtesten Events. Und in diesem Event, und ich wurde jetzt letztens, als ich darüber berichtet habe, gefragt, kommt denn auch ein Solo-Modus? Ich kann es euch leider nicht sagen, aber in Kombination mit diesem Event war tatsächlich der Solo-Modus erstmalig und auch letztmalig im Spiel. Ich fand den sehr, sehr geil. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn der Solo-Modus kommt. Auch wenn ich weiß, dass viele von euch das nicht so feiern würden. Aber wenn er kommt, das muss ihn ja keiner spielen, wer es nicht feiert. Es wird eine Menge Recolors geben, die allesamt sehr geil sind. Die Besonderheit soll diesmal sein, bei dem Collection-Event haben wir alles durchgepaid. Bekommen wir Erbstücksplitter und kein neues Erbstück und können uns ein Erbstück unserer Wahl aussuchen. Aber hier ist auch die Hürde. Viele haben das falsch verstanden und denken, wenn das der zweite Geburtstag ansteht, bekommen wir die allgemein geschenkt, die Splitter. Nee, wir müssen ja trotzdem dieses viele Geld, die 150 bis 170 Euro müssen wir trotzdem in die Hand nehmen, um dann die Erbstücksplitter geschenkt zu bekommen. Das dazu. Ich habe übrigens vor, so wie es die Prise Salz gestern in seinem Twitch-Stream gemacht hat, hart Deutsch, hallo Fasching, werde ich wahrscheinlich das Event mit einem Pack-Opening im Stream live machen. Wer da Interesse hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob ihr da Bock drauf habt. Die ersten Teaser starten. Ab morgen, dem 12.01., kommen die ersten Audio-Teaser zu Season 8, die uns wahrscheinlich Fuse teasern werden. Und es wird interessanter ab dem 16. bis 21.01. Dort wird ein schönes Schifflein erscheinen in Begleitung mit einer Bombe. Und so ist zumindest die Theorie. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Schiff. Es wird nämlich einen neuen Spot auf Kings Canyon geben, der sich Crashed Ship nennt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass dieses besagte Schiff auf Kings Canyon abstürzt. Aber das Schiff wird ja wohl logischerweise, zumindest für meine Logik, auf dem World's Edge erscheinen. Denn ab morgen 19 Uhr sollte World's Edge wieder aktiv sein für eine ganze Woche. Dann ist erstmal Olympus deaktiviert. So zumindest meine Theorie, weil wir jetzt eine Woche lang das Fightnet-Event nur auf Olympus zocken konnten. Ab morgen geht es dann auf World's Edge weiter. Deswegen kann es eigentlich nur so sein, dass das Schiff und auch die Bombe auf dem World's Edge erscheinen. Wir können gespannt sein, was da noch kommt. Wie gesagt, am 21. verschwindet das Schiff inklusive Bombe wieder. Eine Gibraltar Edition wird in Season 8 wohl erscheinen. So wie wir ursprünglich schon die Bloodhound, die Lifeline, die Octane und die Pathfinder Edition hatten, soll es eine Gibi Edition geben. Und der Switch Release soll Anfang Februar kommen. Noch gibt es keine weiteren Informationen, ob sich der Release nochmal verschiebt. Also es sieht gut aus, dass wir Anfang Februar endlich den Switch Release bekommen. Vergesst bitte nicht, meinen Gefallen an euch in den Kommentar zu schreiben, was ihr von dem Damage Tracker haltet. Und wenn die ganze Geschichte um das Fightnet-Event mit den Care-Package-Jobs und den vorgefertigten Waffen, wenn das so kommt, würdet ihr das wirklich so geil finden? Vor allen Dingen 1:1, ja oder nein? Wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Da muss schon sehr, sehr viel angepasst werden, dass das geil ist. Aber wir wissen alle, dass das Loadout gerade am Start einer Runde manchmal ziemlich belastend sein kann. Du startest, hast eine P20, eine Mosambik oder gar nichts und die Gegner mähen dich über den Haufen. Und das soll ja eigentlich der Sinn sein, denn Jason McCord, einer der höchsten Tiere von Respawn, meinte auch, er weiß, dass da noch eine Menge dran gebastelt werden muss, gerade am Anfang. Die ersten 2-3 Minuten sind eigentlich die wichtigsten in einem Spiel, die darüber entscheiden, ob du stirbst oder deinen Weg in der Runde weiter fortführst. Das ist definitiv mal Fakt. Nochmal die Erinnerung an die 41,4%, die noch nicht abonniert haben, aber regelmäßig einschalten. Es wäre ein mega Support für mich, um den Kanal noch größer zu machen und dass noch mehr Leute diese wertvollen Informationen regelmäßig zu Gesicht bekommen. Das war es jetzt von mir. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Das war es von mir. Wir hören und sehen uns. Haut rein. Ciao.